Hi Leute. Hallo. Heute habe ich die Doris bei mir. Und zwar wollten wir zusammen jetzt mal einen kleinen Workshop vorstellen, den wir zusammen organisieren in Würzburg. Und zwar läuft das Ganze über die Gemeinschaft, wo wir praktisch so mit 5 Leuten uns zusammengetan haben. Dazu habe ich auch schon mal ein Video gemacht, das verlinke ich nochmal in der Infobox einfach. Die Gemeinschaft heißt halt Sangha of the Rising Sun. Also Sangha kommt einfach aus dem Sanskrit und bedeutet Gemeinschaft. Wird auch im Buddhismus eben viel verwendet, so der Begriff. Ne? Und ist aber nicht religiös, die genau. Gemeinschaft. Also ist komplett offen genau. Und ja. Ja, es geht einfach um persönliche, geistige Entwicklung oder halt auch ja, körperlich, Körper, Geist und Seele. Genau, alles zusammen eben. Und ihr könnt ja einfach mal auf der Webseite vorbeischauen. Die schreibe ich nochmal jetzt rein. Die heißt the-rising-sangha.de. Genau, und da stehen auch die ganzen weiteren Infos, auch für den Workshop, wo wir euch jetzt vorstellen wollten. Genau. Und der Workshop ist eben ein Rohkost-Workshop, der wird in Würzburg stattfinden, und zwar in Randersacker. Also das ist direkt bei Würzburg. Und das ist am 26. November. Genau. Das ist ein Samstag. Ja. Genau, genau, Samstag. Also schon mal vorab, vielleicht für diejenigen, die da schon Bock drauf haben, aber jetzt nicht irgendwie aus Würzburg kommen. Randersacker ist erstmal sehr, sehr gut zu erreichen, auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Genau, hat Autobahnanbindung. Genau, also egal, ob ihr per Auto und ja. Bus und oder Fahrrad oder was genau. auch immer kommt, ist es hier sehr gut zu erreichen und es ist auch wunderschön. Genau. Also man kann das irgendwie auch ganz cool verbinden, so mit einem Kurzurlaub und es gibt hier auch viele Ferienwohnungen. Ja. Oder ihr könnt auch hier im Haus gibt es sogar eine Ferienwohnung oder ihr kennt auch. Ja, also daran soll es nicht scheitern, irgendwie genau. eine Übernachtungsmöglichkeit. Und ja, wieso ist es denn jetzt, sage ich mal, ganz cool, so einen Kurs mal wirklich zu besuchen, anstatt jetzt sich nur Infos aus dem Internet zu holen? Weil gerade auf YouTube oder auch ganz viele Blogs gibt es ja, die euch mit ganz viel Infos versorgen. Auch Tobi versorgt euch mit mega guten Infos auf seinem Kanal. Aber so ein Grund, wieso wir die Gemeinschaft gegründet haben, war einfach, dass wir mehr mit den Leuten interagieren wollten und halt einfach so ein bisschen wegkommen wollten von nur im Internet und jeder macht so sein Ding. Also einfach mehr Gemeinschaft ja, und den Leuten halt persönlich helfen. Ja. Ja. Genau. Ja, ich denke, da kann man halt echt viel mehr nochmal persönlich vermitteln. Ja. Ich meine, über Videos oder so kommt auch schon ziemlich viel rüber oder auch wenn man irgendwie einen Blog schreibt oder so. Aber dieser persönliche Kontakt irgendwie so, ich denke, da kann man nochmal irgendwie viel mehr lernen und einfach so selbst vom Beobachten lernen, lernt man ja schon. Und ja, deswegen organisieren wir dann zum Beispiel auch so ein Retreat und da habe ich zum Beispiel voll Bock drauf und dann einfach mit einer Gruppe wirklich direkt zu arbeiten und dann ja, da kann man noch viel mehr bewegen und das Ganze viel nachhaltiger einfach. Es ist auch so eine viel größere Energie einfach, die man dann zusammen hat. Und ich denke dann, es ist auch so für den einen oder anderen viel einfacher, in die Rohkost einzusteigen, gerade wenn man so in seinem persönlichen Familien- und Freundeskreis irgendwie niemanden hat. Und ich denke, so ging es uns alle am Anfang. Ja. Und das ist halt schön. Genau. Und außerdem könnt ihr eben auch direkt dann, wenn ihr Fragen habt, eure Fragen stellen. Jetzt auch eben in dem Workshop wollen wir es ja so machen dann, dass es einmal gegliedert ist, so am Anfang so ein bisschen Theorieteil, aber trotzdem halt nicht, wird kein trockener Theorieteil, sondern ein bisschen, ihr könnt eure Fragen loswerden. Wir wollen euch einfach ein bisschen so die Einfachheit von der Rohkost schildern, so, dass es nichts Kompliziertes sein muss und das ist einfach, es ist wirklich simpel und einfach und ihr müsst nicht viel über Nährstoffe oder so am Anfang wissen. Oder eigentlich viel. Genau. Also, es wird immer einfacher. Ja. Ne? Also es ist halt, wir wollen vor allem auch so Ernährungsmythen, sage ich mal, so ein bisschen aufdecken. Und inzwischen gibt es ja so, so viele Meinungen und Low Carb und High Carb und was auch immer. Und da wollen wir einfach so euch zu verstehen geben, dass es total einfach
sein kann und dass das auch, glaube ich, so ein bisschen das Ziel ist, so die Paradieskost und das auch so die Essenz der Rohkost ist. Ja. Und dann, wie gesagt, ist der Theorieteil überhaupt nicht so schulmäßig oder sowas, sondern wirklich ganz und wo das eben auch herkommt, dass es so viele verschiedene Ernährungsrichtungen gibt und dass der eine sich damit gut fühlt und der andere damit und wie das Ganze eben dann mit Entgiftung und Reinigung vom Körper so zusammenhängt. Genau. Genau, damit ihr die Sachen nicht fehldeutet, weil, genau. Und dann wird es eine kleine Pause geben und es ist natürlich auch für Speis und Trank gesorgt, für hochköstlichen Speis und Trank. Und dann danach werden wir starten mit dem Praxisteil. Das ist natürlich dann Zubereitung von leckeren Sachen und ja, wir haben uns schon so ein paar Rezepte überlegt, ob es dann auch wirklich hundertprozentig dabei bleibt. Seid mal dahingestellt, also alle Angaben ohne Gewähr gerade noch. Ja. Aber fest steht halt, was feststeht. Ja, dass eben eine Vorspeise gemacht wird, einen Salat, Hauptspeise und ja eben eine Nascherei irgendwas, also für Weihnachten gerade dann so, dass man das noch mitnehmen kann. Haben wir schon mal so ein paar Rolen gemacht. Ja. Schon ein bisschen so ein paar Kekse und Plätzchen oder beziehungsweise ein Früchtebrot, wo einfach lecker und schnell zuzubereiten ist und das schmeckt wirklich jedem, gerade am Anfang der Umstellung ist es eben noch was Sättigenderes und was wirklich Süßes, wo einfach jedem schmeckt, also da selbst wenn man nicht so an die Rohkost gewöhnt ist, so das kann man auch jedem Verwandten mitbringen und Und gerade jetzt auch so vor der Weihnachtszeit, also es ist ja dann schon vor dem ersten Advent, wenn der Kurs stattfindet, denke ich, fällt es dem einen oder anderen schon ein bisschen schwer, so gesund durch die Weihnachtszeit zu gehen. Genau. Und da wollen wir auch ein bisschen so eine Stütze euch bieten und halt einfach euch coole Rezepte zeigen, die auch jedem schmecken und womit ihr vielleicht auch den ein oder anderen das ein oder andere Familienmitglied mit überzeugen könnt und da werden wir dann zusammen einfach Sachen zubereiten und danach natürlich gemeinsam essen und vor allem von den Plätzchen könnt ihr euch dann auch was mitnehmen. Also wir werden das dann so auch vorbereiten, dass die schon fertig sind und weil die muss man ja dörren und dann könnt ihr auch schon... Ja, teilweise. Also man kann sie auch so essen, das ist ja das Coole an der Rohkost, deswegen heißt es ja auch so, dass man alles einfach auch so essen kann, aber ist dann alles schon so vorbereitet, dass ihr euch ein paar Plätzchen auch mitnehmen könnt und dann ist es so ein Open End, also so ungefähr bis 17 Uhr geht es dann und dann wie gesagt kann man auch hier noch übernachten und das Ganze ausklingen lassen. Genau, also 10 bis 17 Uhr so ungefähr, Und eben wenn euch das Ganze anspricht, ist es eben wirklich für Leute gedacht, die Rohkost meist noch nicht allzu lang jetzt praktizieren und da jetzt einfach noch ein bisschen mehr reinschnuppern wollen, ein paar Rezepte kennenlernen und sich ein paar Inspirationen holen, auch wenn man es schon länger macht, Rohkost eben. Ja, weil der Weg ja eben zu Paradieskost führen will. Und gerade wenn ihr da noch so ein bisschen Schwierigkeiten habt, ist Rohkost überhaupt das Richtige für mich? Auch wenn ich es schon länger mal ausprobiert habe, denke ich, kann der Kurs auch ganz interessant für euch sein. Weil es ist auch, glaube ich, so ein guter Mix von uns beiden, weil Tobi ja schon wirklich sehr minimalistisch ist und ich da noch so ein bisschen, hin und wieder ein bisschen Gourmet-Rohkost zu mir nehme und sowas. Und dann denke ich, ist es auch wirklich eine ganz coole Mischung, wenn ihr halt Fragen habt, vor allem was Entgiftung und so angeht oder was auch so das Mindset angeht. Das ist ja immer so, dass das Ego so ein bisschen mit reinspielt. Ganz wichtig. Und wenn ihr dann dazu noch mehrere Infos haben wollt, also zwecks genauer Anfahrt und Kosten und das alles, dann könnt ihr einfach auf die Seite gucken. Also therisingsangha.de findet ihr auch nochmal in der Infobox und so. Ja, Und dann wäre es das mal soweit. Und dann sind wir mal gespannt. Ja, und freuen uns auch. Ob wir euer Interesse geweckt haben und freuen uns auf euch. Genau. Ansonsten macht's gut, Leute. Dann bis zum nächsten Video oder Workshop vielleicht, hoffentlich. Ja. Also bis dann. Ciao. Tschüss. Und noch eine kleine Zusatzinfo, die haben wir gerade vergessen. Vorher findet nämlich auch noch ein Potluck statt, und zwar am 13. November, das ist am Sonntag.
Auf 13 Uhr hatte ich ihn, glaube ich, angesetzt. Genau. Wenn ihr uns schon mal kennenlernen wollt. Genau, oder und wenn, mal er den Ort, genau, wenn ihr den Ort hier schon mal kennenlernen wollt und euch das hier mal anschauen wollt, könnt ihr gern vorbeikommen. Bei dem Potluck ist jeder einfach eingeladen, vorbeizukommen. Bereitet halt eine eigene Rohkostspeise zu. Ihr könnt auch einfach nur Obst mitbringen. Genau, oder einfach Obst. Ja. Und dann gibt es gemeinsames Buffet, so praktisch, was jeder mitgebracht hat. Und dann wird das Ganze gemeinsam verköstigt und einfach ein bisschen zum Austausch und genau zum gemeinsamen Quatschen. Genau. Eben so ein Rohkosttreffen. Ja. Wem das Wort Potluck nichts sagt, so, das ist eben wie so ein, ja, ich weiß nicht, ich glaube, kommt auch auf dem Französischen oder so, habe ich mal nachgeschaut, wie Picknick oder so, und ist irgendwie halt einfach so ein gemeinsames Treffen und ja, man kann sich austauschen. Ich weiß sogar, woher es kommt. Ich hatte doch mal. Aber ich erzähle es jetzt. Ja. Ich habe es sogar mal recherchiert, ja. Also, wem es interessiert, woher das Wort Potluck kommt, der kommt einfach vorbei. Genau. Und ihr findet dann auch die Facebook-Veranstaltung unten in der Infobox und dann könnt ihr es nochmal durchlesen und genau. Dann freuen wir uns auf euch. Genau. Bis dann. Also jetzt. Tschüss. Ciao.